Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einen wunderschönen Tag, und zwar beim alten Almhaus. Und mit dabei ist der Harry. Grüß euch. Und das alte Almhaus ist ein wunderschöner Parcours auf einer Höhe von 1600 Meter. Also im Sommer optimal, dass es nicht so heiß ist zum Schießen. Und die Umgebung ist ein Traum. Es lädt sehr ein zum Wandern. Man kann sich kulinarisch verwöhnen lassen. Und natürlich Bogenschießen. Um das geht es heute auch. Und zwar, warum mache ich das Video heute mit Harry? Der Harry hat sich was Besonderes gegönnt. Und der Harry ist Redman-Fan von erster Stunde, das ist noch der alte. Und der Harry hat seinen Custom Redman bauen lassen. Ja. Und gekauft hast du beim BSC Holzmichel. Ja, genau, Bogensport Holzmichel. Bogensport Holzmichel, genau. Der hat mir den kleinen Traum erfüllt, weil der hat gute Connection eben zum Henry. Mhm. Und weil mit den Custom ist es jetzt nicht mehr so, genau, dass, dass man den bekommt. Und der Henry ist aber also ein guter Freund vom Henry halt, ne? Und da kann man noch extra Wünsche. Da kann man auch genau äußern. So ist es. Und das Tolle ist auch beim Michel ist, dass es beim Holzmichel eben den Super Redman gibt, sozusagen. Genau. Und da hat man nochmal eine extra Lage Carbon drinnen, was die Wurfleistung nochmal ein bisschen erhöht. Mhm. Und ich gehe gleich mal vier, ja. es schaut richtig geil aus, kannst du auch mit vier gehen. Sicher. Und zwar hat er alles so wie beim alten eigentlich von der Aufteilung her, aber es ist Coco Polo. Und ihr wisst, ich stehe auf Coco Polo. Genau, und das ist eigentlich fast weiß. Was mir so gut gefallen hat, das Coco Polo. Genau. Genau, das ist also wunderschön ist dabei. Von der Optik her. Genau. Oliv von ihr. So, jetzt kriegen wir Besuch vom Holzmichel. Genau. Servus. Wir tun gerade ein bisschen Schmuckstück zeigen. Jawohl. Kommt gerade der Chef. Kommt der Chef. Ja, was das? Das passt gut. Sicher. Ich nicht Chef, ich Schauf. Der Schauf. Also wirklich, das von ihr. Das Oliv von ihr ist wunderschön. Wunderbar. Und von der Leistung her ist er auch top, das zeigen wir euch dann kurz beim Kroni. Der Harry ist ein Freund von schwere Pfeile, der schießt, wie viel haben wir gesagt, 11 GBP, 10,5, was war's? Ja, 10,3 habe ich genau. Ah, 10,3 GBP. Ja, ist eher ein schwereres Setup. Also schon ein sehr schweres Setup, nicht so wie ja, ich. Ja gut, das ist auch durch den, dass ich nur 30 Pfund Zugewicht habe verschuldet. Ne? Genau. Und ich eben keine Zahnstock schießen möchte. Genau. Also ja. Deswegen bin ich immer ein bisschen schwerer mit dem Setup, aber. Ich weiß nicht, wie er euch gefällt, aber ich finde ihn 1A. Nice. Wunderschön, also. Ja, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir werden jetzt nicht viel quatschen, wir werden jetzt gleich zum Kroni rübergehen, ein paar Pfeile sausen lassen. Und nachher, im Anschluss, werden wir eine Parcoursrunde gehen und da. Würde es uns auch freuen, wenn es wieder einschaltet. Dann nehmen wir den Chef dann auch mit vom Parcours. Genau, da ist der Chef auch dabei. Und war schön, wenn es dann beim zweiten Teil auch dabei ist. Ich werde es wahrscheinlich auf zwei Teile aufteilen. Schauen wir mal. Danke dabei. So, Harry, schauen wir mal, was deiner mit dem schweren Setup ausspuckt. Schauen wir mal, was der bringt. Ne? Ist nicht wissenschaftlich da, die Sonne hat es hier. Aber es macht nichts. Ich bin selber oft neugierig. Jetzt hat er 172,6. Der Harry zieht auf 28,5, glaube ich. 28,5, genau. 28,5, wenn er gut gefrühstückt hat. Ah, so. Einmal Error. Okay, einmal Error. Eine Wolke. Ja, da sucht es bei meinem. Da fliegen die Mucken schnell durch. Nochmal 172,3. Ja. Schau, dass deine Pfeile nicht zusammenschießt. Ah. Ja. Also der Wert ist für 10,3 GBP eigentlich Bombe. Hoppala. Das war das ist jetzt aber Ablassfehler, glaube ich. Ja, jetzt hat er 165, aber das ist schon weggeschalten. Ja. 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 172,8 wieder. Ich denke, mit den 173 kann man gut leben. Ja. Das ist ein realer Wert. Und finde ich eigentlich für die schweren Teile ganz cool. Ja.
Dann probiere ich noch ein paar. Ja. Also für die Schwärmpfeile. Schon eine geile Sache. Ja, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Der Harry schießt auch schon ewig mit 30 Pfund und er ist für mich das beste Beispiel, dass man mit 30 Pfund eigentlich alles erreichen kann und er trifft verdammt gut. Das sehen wir nachher am Parcours. Ich hoffe, ich habe nicht viel geredet. Kommst du unter Druck? Genau. So. Ah, kann nicht so tragisch werden. Jetzt habe ich meinen auch durch. Ja. Ich habe circa, ich hab 29 Auszug und der Redman hat zwischen ja, 42, 43 Pfund in etwa. Schauen wir mal. Schon ewig nicht mehr durchgeschossen. Also an der Pfeil haben wir gesagt 7,5 GBP. Genau. Und 96,5. Ja. Ja. Also ich denke mir, die 7 GBP würde an die 200 kommen, aber ja. Ich finde das optimal. Mir sogar ein bisschen schwerer auch lieber. Aber das ja, hat vor sich allem sehr gegeben. 3D-Parcours, du kannst das aber bis. Genau, aber es hat sich sehr gegeben mit Folterpfeil das, einfach. Das reicht. 194,3. Ja. So, ich habe noch einen durch. Gibt die Pfeile scheppern. So ist. Und dann tun wir einen bisschen leichteren probieren. Da haben wir gesagt, habe ich 7,3. Genau. 195,4. Ja. Also ich denke mir, die 195 im Schnitt, kann man schon sagen. Mhm. Und der ja, ist jetzt 7,3 GBP, der müsste ein bisschen schneller sein natürlich. Sollte, ja. Ja, 197,7. Ja, genau, das hast du früher auch gehabt, ja. Ah, das. Ich denke, das passt. Ja. Super. Perfekt. Füllen wir mal die Gegend ein bisschen. Ja. Das ist eben der Einschießplatz da, man sieht es da unten, schreibt man sie ein. Da ist auch die Pfeilekiste. Das ist ein bisschen eine größere Runde. Und im zweiten Teil gehen wir alle zusammen an den Parcours. Und da würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Würde mich freuen über ein Abo. Ist kostenlos. Und dann kriegt ihr Benachrichtigung, wenn wir durch den Parcours gehen mit den Einbögen. Danke fürs Dabeisein.